So, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Heute schreiben wir den motherfucking 24. März 2018, Freunde. Gestern, also das ist crazy, dieses Wochenende geht's richtig ab. Gestern war ich noch hier. Und zwar beim Weko-Vorschießen in Freiberg. Und Statement von jetzt aus, es war richtig, richtig geil. Und da hat man auch richtig Lust aufs Zünden bekommen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und genau deswegen werde ich heute nach Röder fahren. Nach Wiesentheid ist dieses Jahr wieder das Resteschießen, so wie es letztes Jahr war. Wir haben es jetzt um, ja, das ist Dennis Logik, erst aufs Handy gucken, dann auf die Uhr. 14:01 Uhr und mich wird gleich der Effects Firework und ich glaube der Pyrofuchs ist schon da abholen. Und dann fahren wir zum Salut Power und dann geht's nach Wiesentheit und ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, weil ich freue mich mega. War noch nie beim Röder Reste schießen und freue mich vor allem auch Leute von euch zu treffen wieder. Also es wird mega, mega lit, Freunde. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich denke mal, ihr wollt eigentlich noch mal sehen, was ich so mitnehme, weil das gehört sich halt einfach so. Deswegen kommt jetzt ein kleiner Zusammenschnitt, was ich so mitnehme, genau. Also, viel Spaß mit dem kleinen Zusammenschnitt, was auch immer das ist, wird. Ich weiß es selbst noch nicht. Bis gleich. Hallo? 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 Das ist feinstes Kino für die Leute. Das ist feinstes Kino einfach nur. Naja, na sag hallo. Mal was. Sag doch mal hallo. Hallo. Na sag doch mal was. Was soll ich dir sagen? Ich überlasse. Wo ist denn das Sauerstoffzelt? Na komm nur erstmal rein. Mit denen? Ja, sagst du mir. Wo ist dein scheiß Zimmer? Ich will das mal sehen jetzt. Ja, okay. Ja. Ja, war. Sonst schmeiße ich das einfach nur rein und stopp. Und du bist dann in die Tasche hier. Hallo, filmst du? Ja? Nö. Na, du filmst gegen das Licht? Ich film dich. Na, aber gegen das Licht? Na, du siehst voll episch aus. Na, ich kenn mich mal. Guck, guck an, wie episch du aussiehst. Wow! Epischer, Legende! Durch deine Haare noch, ey. Wow! So! Ey, das kann man voll gut verwenden, Mann. Das Freunde! Na, Moment mal. Gut, machen wir mal so. Wir sind jetzt. Ja. Ja, das verwende ich auch nicht. Das kommt in die Outtakes. Nö. Auf jeden Fall packen wir jetzt die Sachen. Der Effektsfeuerwerk, der erkundet hier gerade. Das kommt alles an, gerade ins Video. Wir packen gerade Sachen und gleich gehen wir los und ja. Mache nur mal die Kamera aus. Hast du alles? It's windy as fuck, man. So! Freunde. Hallo. Ihr seht jetzt mein halbes Gesicht, weil die Sonne zu hart reinbrettert. Aber! Sorry. Wir fahren jetzt erstmal den Salut Power abholen. Aber, das seht ihr nicht, weil das unrelevant ist. Ah ja, okay, warte, ja. Weil das unrelevant ist, ihr seht jetzt direkt die Fahrt. Ich wünsche euch viel Spaß. Seht ihr eigentlich den Effekt? Effekt? Ne, ist auch gut, ja. Boah, ist das hell. Bestes Wetter auf jeden Fall. Ihr seht jetzt die Fahrt. Übelst geil. Und dann bis gleich bei Röder. Baby,
actually control our fate. Ihr seht den Sonnenuntergang und jetzt mich und jetzt den Effekt. Ja, wir sind jetzt bei Röder angelangt in Wiesentheid. Ihr seht hier den randvoll gepackten Koffer. Alter, das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil, aber nicht alles meine, sondern auch was von mir und den dort hinten. Und die dort hinten, die will ich jetzt aber mal nicht filmen. Ja, ich weiß doch nicht, was jetzt noch kommt. Und da hinten ist auch schon Rauch. Achso, die rauchen, okay. Obvious. Das ist noch Kräutermix. Kräutermix sollte man auch nicht. Das sieht man jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt bei Röder. Es ist jetzt 17.58 Uhr. Kann man wahrscheinlich auch nicht erkennen. Das heißt, in 2 Minuten ist Einlass und dann geht's auch schon so langsam los. Also, lasst euch überraschen, was jetzt folgt. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would know. Danke fürs alleine lassen. Das ist einfach nur schön. Ihr seht jetzt noch eine Aufnahme, der ich ein bisschen mehr Spotlight geben möchte, weil die ist lustig und toll und seht einfach selbst, okay? Okay, viel Spaß. Wir sind jetzt hier in Wiesentheid. Hier sehen Sie den Wiesentheider Wald. Mit vom Freistaat Sachsen. Ach nee. Ja? So, wir sind jetzt hier in Wiesentheid angekommen. Auf dieser Seite sehen Sie den Wiesentheider Wald. Gesponsert von Sachsen. Mit gesponsertem Radweg vom Freistaat Bayern. Bisschen breiter, weil die alle mit dem Dreirad fahren, was? Ja. Dort hinten der Eingang vom Röder Feuerwerk Festival 2018. Powered by Tomorrowland. Ich weiß es heute. Hier ist der Kofferraum. Powered by Xplode. Zitterst du eigentlich? Ne? Kalt. Willst du irgendwas was dazu sagen? Soll ich dich filmen? Nee, du willst das mal. Ist jetzt einfach nur eine random Ansage von dir und dann mache ich mein Intro. Du machst dann was Ordentliches, ja? Jo. Guck mal, was die jetzt machen. Die gehen. Sag mal ein Statement. Statement, also ich tue gerade meine Lunge schädigen und ich bin gespannt, was uns dort hinten erwarten wird. Dann geht das los. So, Leute, ich melde mich jetzt mal so mittendrin zurück, so kurz. Es ist jetzt 20:30. Also noch eine halbe Stunde eigentlich zum Beginn und hier werden schon Bengalos gezündet. Das ist eigentlich ganz krass. Lol. Und das ist alles unscharf, das tut mir gerade sehr leid. Und was machst denn du? Hier wird auch schon F1 gefunden. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich, wenn das hier losgeht. So richtig, Leute. So, Startschuss, Pentaus. Alter! Junge! Der kommt nie wieder näher! Junge!
Jawohl. Es hat gerade angefangen. Ah, okay, okay. Ich. Alter! Hey! Junge, es geht gerade erst mal los und du bist mitten im Feld, hä? Hey? Jo! Alter! Chris Boss und Leslie Red 10. Jetzt ein paar
5 Raketen, 5 Kalorien und 10 Raketen. Die gelbe sieht nicht an. Sehen wir uns jetzt so wieder. Ist das Mikrofon eigentlich an? Ja, das Mikrofon ist natürlich an. Ich habe natürlich kein Statement mal wieder gemacht, wie schon bei dem Weko-Vorschießen, und deswegen kommt das jetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein richtig geiles Event, aber auf der anderen Seite war es auch, am Anfang war es noch richtig geil und es war richtig viel, das habt ihr ja gesehen jetzt in den Ausschnitten, aber das war dann wirklich irgendwann an einem Punkt, wo man keinen Bock mehr hatte zu zünden, weil man sein eigenes Zeug da nicht mehr gehört hat, gerade so im Böllerbereich und überall anders auch. Also das war schon komplette Eskalation. Ich weiß zwar nicht, ob ich nochmal hingehen würde, weil es echt viel war, aber so rein vom Anfang und so die ganze Masse, das war einfach nur richtig geil. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wie ich das hier so ein bisschen zusammengeschnitten hat. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist unfassbar viel Arbeit. Hier sind so unfassbar viel Schnitte. Das ist einfach nur krank. Und ja, dann hoffe ich nochmal, euch hat dieser Vlog gefallen mit den Jungs. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und peace out. What you say? Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate, stacking shit.